Hallo und herzlich willkommen zu meinem ersten Let's Play. Ich habe gestern schon mal ein bisschen angefangen. Ich möchte mir hier mal ein neues Haus bauen oder für meine Villager. Im Moment lebe ich ja mit den Villagern noch da hinten in unserem Dorf. Hier gestern schon mal ein bisschen mit angefangen. Ja, das wird das Haus. Ich habe mir das so vorgestellt hier mit dem Blick auf den See. Ich dann hier abends sitze und einmal Milch schlürfe. Oh, kann ganz schön werden. Wo war ich stehen geblieben? Bei der Säule. Ich denn noch? Ah ja, da war gerade alle. Ich habe ja hier meine Erna, mein zweites Inventar. Hat die Erna noch? Dunklen, ja. Komm her. Kriegst den Pilz für. So, dann gehen wir ein bisschen weiter. So habe ich mir das vorgestellt. Dann kommt da Glas drum. Bis da und da ist dann wieder das Haus. Dann schon zweite Etage. Auch schön mit Ausblick. Schon ausprobiert, von hier oben kann man auch angeln. Oh, da bist du ja. Ja, so ungefähr. Machen wir erstmal hier eine Glasumrandung. Mal gucken, wie das aussieht. Dann ist, Erna, hast du Glas mit? Sehr schön. Er hat immer schön alles dabei, braucht man sich keine Kisten irgendwo hinstellen. Da ist so ein Haustier schon ganz praktisch. So hatte ich mir das vorgestellt. Kann man da durchfallen? Nee. Dann ist doch das so. Ja. Ganz lustig. Ja, wenn wir das dann fertig haben, also mein Grundstück, ich habe nun schon ziemlich erweitert, müsste man eigentlich, das geht also, bis da, wollte ich hier eigentlich so das komplette noch mit so einer Sandsteinmauer eingrenzen. Block hat keinen Besitzer, aber dieser wieder. Ja, muss dann mal gucken, wie ich das mache. Und ob ich da einen Freiwilligen finde, der mir hilft, diese Mauer zu bauen. Wo ist denn hier die Grenze? Da. Genau, da können wir, also das sollte aus Sandstein. Können wir schon mal so ein bisschen anfangen. Mal ins Lager. Sandstein haben wir bestimmt auch. Muss ich dann auch mal echt aufräumen. Keinen fertigen Sandstein. Da fasst du dich am Kopf. War das? So war das, genau. Tatsache, nur Sand. Sollten da irgendwie Metallgitter dazwischen.
keiner mehr von, das ist doch doof. Nur so eine Scheiße hier in den Kisten. Wo sind die Anna jetzt schon wieder? Eisengitter. Huch. Naja, gut. Wird ja ein großer Zaun. Eine Autofarm. So, was haben wir jetzt gesagt? Wo ist das Grundstück zu Ende? Hier. Dann hatte ich mir das irgendwie so vorgestellt. Kann ja einen vor die Grenze. Ja nicht genau auf der Grenze. Irgendwie so. Vielleicht. Verbaselt? Och nee. Von meinem letzten Todeskampf. Also so nicht, sondern eher so. So eine neue Spitzhacke besorgen. So vielleicht und dazwischen dann die Gitter. Zu hoch. Zweierreihe reicht. Ja. So irgendwie. Aber jetzt muss ich mir erstmal eine Spitzhacke kaufen. Blind. Axt brauchen wir nicht. Da. So. Wo ist er? Wo ist er? Wo ist er? Verzaubern wir jetzt natürlich noch ein bisschen. Schlecht. Effizienz und Haltbarkeit. Ja. Gut, dann gehen wir. Geht das oder sind wir jetzt zu oft hin und her gesprungen? Nee, geht noch. Gut, also. Den machen wir weg. Anna, sammel das mal auf. Da war er schon an. Also. Ja, so eine Spinne, so ein Haustier ist unheimlich praktisch. Oh, Scheiße. Ich die mal nicht so gut verzaubert, wa? So. So ungefähr, und das soll dann ums ganze Grundstück drumherum. Ich glaube, das sind schon in Ordnung. Was kann man so machen?
So, und gehen wir nochmal zurück zu der Baustelle. Das wird hier der Villager-Puff. Ja, wie gesagt, die nächsten Folgen. Dann werde ich hier vielleicht auch, hilft mir jemand, dieses Haus fertig bauen, die Mauern ums Grundstück ziehen und so weiter. Ja, Erna, gibt gleich was zu essen. Dieses Vieh hat auch immer Hunger. Ja, wie gesagt, wie dieses Haus jetzt steht, wie wir das Grundstück umranden, das werden so die nächsten Let's Plays wohl werden. Immer wenn ich Zeit habe, werde ich eins machen. Und dann sehen wir mal, wie lange wir brauchen. Thank you.